vor dieser herrlichen Kulisse bei Bramsche im Norden des Landkreises Osnabrück in Niedersachsen, wo ich für den Vortext dieser Schaustoppe hätte ich noch Folgendes zu berichten. Als die Autobahn 1 noch nicht fertiggestellt war, bin ich ab 1957 häufig während meiner Montagezeit mit meinem Motorrad durch dieses eizeitlich entstandene und frühgeschichtlich bedeutende Gebiet gefahren. Mal mit dem Fahrrad im Gepäck, aber auch mal mit meinem Wagen, kehre ich nun zurück, um mich im Ortsteil Engter für diese Schau umzusehen. Ein Großsteingrab und Funde von Brandurnen belegen, dass die Gegend bereits in der frühen Steinzeit, aber auch in der späteren Bronze- und Eisenzeit besiedelt war. Das Dorf Engter wurde 1147 als Enghere erstmals in einer Urkunde des Bischofs von Osnabrück erwähnt und 1183 als Engetere. Der Name könnte sich auf Eng, also enge Stelle, wohl er aber auf Eng von Ang, gleich nasse Wiese beziehen. Engter und die angrenzenden Ortsteile gehörten bis 1229 zum Kirchspiel Bramsche, bis in Engter eine eigene Kirche errichtet wurde. Das ist eigentlich auch alles, was Engter für mich hauptsächlich landwirtschaftlich geprägt zu bieten hat. So habe ich mich auch ein wenig um die Kirche bemüht, denn Kirchen bringen gerne etwas Farbe ins Spiel. Und wie sich herausstellte zum Schluss, sogar mit einer Bauernhochzeit. Bevor nun die Kamera die Höhe des Kirchturms zur Rundumaufnahme erreicht, wäre noch zu erwähnen, dass 1821-22 die Kirche nach Norden um einen rechteckigen, querschiffartigen Anbau ans östliche Langhausjoch erweitert wurde. 1913 erfolgte noch ein gleichartiger Anbau nach Süden, wodurch sich der Grundriss nun kreuzförmig darstellt. Die Tatsache, dass Glockenklang ein weites Umfeld zu versorgen hat, um die Menschen so nicht nur bei Gefahr zu erreichen, sondern eigentlich erstrangig für kirchliche Belange läuten sollten, kommt hier, so meine ich, bei der Luftaufnahme sehr deutlich zum Ausdruck. Thank you.
Sturmläuten war ein Alarm, der zumeist mit einer Kirchenglocke ausgeführt wurde, um die Bevölkerung wegen einer drohenden Gefahr oder Herausforderung zu versammeln. Es handelt sich um ein unterbrochenes Läuten ohne Vorschlagen mit einer Frequenz von etwa 60 Schlägen pro Minute. Die Gefahr konnte ein Brand, ein Unwetter, eine Überschwemmung oder ein erwarteter Angriff bzw. Überfall sein. Dieses lang anhaltende Geläut war natürlich für das Brautpaar bestimmt. In engter Schlepptrupp fand ich ein besonderes Ziel. Hier war ich einige Male, um ein Sägewerk im Einsatz zu verfolgen. Einmal sogar mit Unterstützung meiner Kameraden, um die Verladung mit Portalkrane zu beobachten. Schauen wir mal, was ein 84-Jähriger dort noch auf die Beine stellt. Guten Tag. Ja. Nihus ist mein Name. Nihus, ja. Ich habe mittlerweile schon erfahren, dass Sie Sommer heißen. Ja, ja. Ja. Herr Sommer, ich fahre hier vorbei gerade. Ich bin auf dem Wege nach Bad Essen. Und diese Mengen an Holz interessieren mich, ob ich bei Ihnen im Betrieb vielleicht mal ein paar Aufnahmen machen dürfte. Ja, können Sie machen. Ja? Ja. Oh, das wäre prima. Da bedanke ich mich herzlich für. Alles klar. Schon mal im Voraus. Schönen Dank. Ja? Als Herr Sommer dann sogleich mein Anliegen mit seinem alten, schon von seinem Vater erworbenen Unimog unterstützte, war die Überraschung perfekt. Ja, da ist es egal. Ich habe die Beine umgehalten, die hier standen. Die habe ich. Ja.
Was haben wir jetzt an Gewicht? Ich schätze mal so 2 Tonnen. 2 Tonnen, ja, also schön. Wird das sein, so 2 Tonnen, 2,5 Tonnen, aber mehr nicht. Habe ich die Turbine aufgemacht hier und dann läuft die Transmission, dann habe ich da einen Elektromotor angeschaut. In einem Nebengemach finde ich dann auch noch einige Sägenschärfmaschinen, wie auch Einrichtungen zum Schränken der Sägeblätter, worüber Herr Sommer später sicher noch berichten wird. So, mein lieber Herr Sommer, ja. Ich bedanke mich für Ihre Freundlichkeit, dass wir hier haben was aufnehmen können und habe Ihnen ein kleines Geschenk mitgebracht. Ja. Ja. Und zwar ist das was Spezielles, das kennen Sie nur in Hagen. Wenn der Bürgermeister von Hagen Moment mal, früher gab es Steinhäger hier vom Bieten, ist das nicht. Das ist hat nicht, da nichts mehr zu kriegen. Nee. Die hatten auch so Flaschen. Ne? Wenn der Bürgermeister von Hagen auf Tour geht zu irgendwelchen Gästen, der hat immer eine Flasche Eversbusch dabei. Wir nennen es auch Hasper Maggi in Haspe, das ist ein Vorort von Hagen. Hagen Haspe. Ja. Und da wird er hergestellt. Ja. Und schönen Dank. Er soll ihm bekömmlich sein. Ja. Trinke ich aber nicht alleine. Ja, das ist mir egal. Ich komme deswegen nicht wieder hierher, um den mit Ihnen zu trinken. Gibt hier auch Leute, die da trinken. Ja, prima. Wunderschön, schönen Dank. So. Nun zur Sache. Ja, wir haben jetzt gesehen, die Stämme gehen da durch. Warum wird immer nur ein Stückchen abgeschnitten? Da? Ja. Einfache Sache. Also, man kann das auch, oft mache ich das auch mit der Motorsäge. Da war ja der Wurzelansatz. Genau. Ja, und dann komme ich doch hier nicht drunter her. Genau. Deswegen muss ich höher gehen und da erst was abschneiden. Ja. Und ein Baum, der wird doch nach hinten wird er immer dicker. Ne? Das erste Brett, das ist ein Ausläufer. Das Ding da hinten hat sich unheimlich schnell bewegt. Welches? Dieses komische Schwungrad. Das ist altbewährte Technik. Da wird eben die kreisförmige Bewegung wird da umgesetzt in eine lineare Bewegung. Das ist bei der Eisenbahn so. Ja. Nicht? Bei der Lok. Das ist, ja. Wie alt ist die Anlage? Die ist von 1928. Und läuft quasi immer noch? Ja. Ich habe gesehen, am Anfang muss das ein bisschen geschmiert werden. Ne? Ja, ist das wichtig, dass das nicht trocken läuft? Ah, da ist auch eine Zentralschmierung dran. Also da kann man auch drücken mit so einer Pumpe da dran. Aber da muss man natürlich immer frisches Öl haben. Und ich mache das ja jetzt mit Ablassöl. Mit altem Motorenöl. Aha. Das Pinsel tue ich da alle 2-3 Schnitte mal mit einem Pinsel drauf. Das ist ja viel billiger, das reicht ja. Wie warm wird das Sägeblatt? Wird das heiß? Das Sägeblatt, wird heiß. Das richtig heiß? Heiß wird das nur, wenn das so wenig Schrank hat, durch die Reibung. Ja. Wenn sich das freischneidet, wird das nicht heiß. Okay. Nicht? Deswegen habe ich doch vorhin erst dann noch geschränkt. Eine scharfe Säge, die keinen Schrank hat, die fängt auch an zu laufen, weil die nämlich durch die Reibung, schneidet sich nicht frei, durch die Reibung wird die warm und dann lenkt die sich und wenn der Blatt die lenkt, dann geht das. Herr Sommer, der Eigner des Sägewerkes, zeigte viel Bereitschaft, mir seinen Betrieb ausführlich vorzuführen. Nun musste ich mich den Aufträgen anpassen
und mehrmals anreisen. Oft nutze ich dann die Gelegenheit auf meinen Wegen in den Norden, wie auch auf der Rückfahrt von meinen Verwandten in Schleptrup vorbeizuschauen, wie die alten Maschinen aus den 30er Jahren in dritter Generation noch arbeiten. Also besehen wir uns noch einmal das Horizontale und im dritten Ansatz das vertikale Gatter in Aktion. Schade, hier an der alten Kornmühle fehlt nur noch das gegen eine Turbine ausgetauschte Wasserrad. So wäre dann die Anlage wirklich komplett. Aber dennoch bin ich froh, ein solches Deck wie dieses einmal in Bild und Ton festhalten zu können. Hier steht das Wasser genau so hoch wie da hinten im Teich. Und hier hin. Und da ist der Absperrung, diese Schütte da zum Drehen. Und da läuft das Wasser rein. Und wenn ich jetzt die Turbine laufen lasse, dann drehe ich das Schütte auf. Aber das, ich habe das Wasser jetzt zu. Ja. Dann läuft das Wasser durch die Turbine ab und dann können Sie die Turbine sehen. Wenn ich das hier aufmache, dann läuft das Wasser, dann wird der Kasten nie leer. Dann können Sie die Turbine nicht zu sehen. Um einen egalisierten Antrieb der Francis-Turbine zu gewährleisten, wird die Turbine mittels eines Motors auf die Wellenachse der Transmission unterstützt. Ein Horizontalgatter. Ja. Also mit einer Säge schneidet horizontal. Und zwar hauptsächlich für dickere Bäume. Und das ist ein Vertikalgatter. Vertikal bzw. Vollgatter. Da läuft der Stamm in einmal durch. Kann man einstellen, die Blätter, wie man, was man da haben will. Mhm. Blätter oder Balken, Bohlen, egal. Film ist das. Das ist ein Video. Das ist die Bewegung. Also, aber kein Ton. Auch Ton, alles drauf. Alles drauf? Alles drauf. Donnerwetter. Laufen lassen können Sie nicht. Das Ding? Ja. Ich kann nicht wohl mal laufen lassen. Schnell noch den Antrieb kontrolliert. Dann lässt der Herr Sommer nun tatsächlich für mich seine horizontale Säge einmal laufen. Nach der Demonstration des Horizontalgitters fuhr ein Bauer mit einigen Rundhölzern vor, um Bohlen daraus schneiden zu lassen. Das führte dann schließlich auch noch dazu, das Vertikalgitter aus dem Jahre 1936 in Betrieb zu beobachten. Die geöffnete Luke zum Antriebskeller des Gatters machte mich hier natürlich an, sodass ich sofort abstieg, um den Antrieb über die Transmission in Augenschein zu nehmen.
Unermüdlich geht es weiter. Ist die eine Arbeit kaum getan, spannt der Sommer schon wieder einen nächsten Stamm vor die Säge. Letztendlich zeige ich Herrn Sommer zu seiner Verwunderung noch die Speicherkarte, worauf ich hier alles Gesehene und Gehörte verzeichnet habe, um es zu Hause weiter zu verarbeiten. Während meines Aufenthaltes hier war eigentlich zu beobachten, dass Herr Sommer seines Alters wegen und besonders im Kampf mit der Konkurrenz wohl vorwiegend nur noch Lohnarbeiten verrichtet. Ich bekam einfach keine Ruhe und habe die Show bei meinen Nachkontrollen immer wieder als noch nicht vollständig angesehen. Deshalb bin ich auf einer Lumpensammlertour noch einmal im Sägewerk Sommer eingekehrt, um vollständigkeitshalber das Schärfen der Sägeblätter auch noch zu beobachten. Haben Sie denn so ein Apparat drin? Ich hab, wenn ich mein Hörgerät drin habe, dann geht das überhaupt nicht mit dem Telefon. Wenn ich ein Hörgerät drin habe, mein Hör und im Telefon, dann nehme ich das Ding da raus. Also dann geht gar nicht. Sägewerksarbeiter war früher kein Lehrberuf. Das ist nach dem Krieg erst ein Lehrberuf geworden. Und da müssen jetzt die Berufsschüler, ich hab mir das angeeignet, habe nachher nur noch an Lehrgängen teilgenommen. Da gibt es auch Speziallehrgänge. Die Sägeschäfer, große Betriebe haben ja, da arbeitet ja ein oder zwei nur im Fährfrau. Ne? Und da kann man sich die Fähigkeit, geht einem das gesagt. Ne? Da bin ich auch hier. Das ist in Bad Wildungen, das ist dabei im Hessischen. Ne? Muss ich den Kopf hochhalten, weil die Gegengruppe, ich muss nachher die Säge umdrehen. Ne? Thank you.
Sind die anderen Maschinen denn, sind das für mehrere Leute geplant? Ist das für mehrere? Die Maschinen sind alle vom gleichen Hersteller. Das ist eine Firma, die sind auf dem Gebiet marktführend. Und nur die sind, die eine Maschine ist hergerichtet für Kreissägen. Da gehört auch vorne dieses Schaltgerät, da kann man nur Kreissägen drauf schaffen. Diese Maschinen und diese hier vor, die sind hergerichtet für Gattersägen. Hier für die Gruppenzahnung. Soll ich dir eine zeigen? Ja? Hier, diese hier. Die ist hergerichtet für die Gruppenzahnung. Einmal so, einmal so. Die Grundausstattung ist immer gleich. Und da hinten die beiden Sägen, die beiden, das sind, die sind ausgestattet für Vollgattersägen, für diese Sägen. Und zwar sind das Vollautomaten, da können Sie Säge einspannen, bis 10 Durchgänge einschalten, und dann läuft der durch, sagen schalten 8 Durchgänge, macht er alle, bleibt er stehen. Und das geht nur für diese Vollgattersäge. Hier werden die Sägen geschränkt und das Schränken ist genauso wichtig wie das Schärfen. Eine Säge, die scharf geschärft ist, aber keinen Schrank hat, die sägt nicht. Die wird nur heiß, weil sie sich nicht freischneidet. Und da müssen denn der Schrank, da werden die Zähne zur einen Seite und zur anderen Seite gebogen. Im Mittel 3/4 Millimeter, also 7/10 mach ich hier immer so. Und es kommt darauf an, wenn einer nur Weichholz schneidet. Bei Weichholz muss der Schrank größer sein als bei Hartholz. Ne? Und der Schrank, der geht natürlich mit der Zeit weg. Durch das Schärfen wird das weniger. Dann muss das immer nachgearbeitet werden, der Schrank.